Mann, bei der Kälte nimmt der Akku von dem Mikro richtig ab. Ja, hallo, ich bin der Vari und ich bin hier wieder in meinem Testgelände am Mäusebau Privatgrundstück und ich habe eine TC15 bekommen zum Testen. Der Markenname ist Nexcam, kostet 99 Euro wohl bei Amazon, also scheint auch ein Schnäppchen zu sein, ist ein eingebauter Akku drin. Solarpanel ist drin. Diesmal steht es aber auch nicht hinten drüber. Das war ja ein Problem bei der Siomor CY95. Wenn man die zugeklappt hat, stand die Solarzelle hinten rüber und drückte dann gegen den Baum oder Wand, wo die Kamera dann hing. Ich habe hier jetzt keine Batterien drin, sondern nur den Akku, habe den vollgeladen, werde die jetzt hier hinhängen für 14 Tage und dann sehen wir uns sozusagen in 2 Wochen wieder, wenn ich die Kamera abhole. Und dann gucken wir mal, wie die Qualität ist. So, dann hängen wir die jetzt erstmal hier auf. Die Kamera ist komplett schwarz. Kann man sich die auch noch anmalen. Das Gehäuse ist nicht glatt, das ist eher rau. Schöne große Aufnahme für ein Schloss, allerdings sieht es sehr unstabil aus. Okay, zeigt an, dass sie keine Batterien hat. Ist eingestellt auf 1080p. Dann stellen wir sie mal scharf. So. Nochmal eine Nahaufnahme. Wieder zurück bei der Nexcam. Oh, die ist ganz schön verregnet. Ja? Sehr verregnet. Nun hat sie schon ein Dach vorne oben drauf und ist trotzdem verregnet. Dann gucken wir doch mal, was die aufgenommen hat. Ich habe wieder mein kleines Tuch bei. Die Alu-Titan-Schlösser von Burgwächter, die haben es mir mittlerweile angetan. Die passen nämlich meistens in diese kleinen Fassungen rein. Ich hatte den Akku vor Gebrauch vollgeladen mit USB-Kabel. Der zeigt jetzt noch 100% an. Es ist eine große Speicherkarte verbaut. So, ich sehe schon, die Pfeilgröße ist nicht allzu mächtig. Also die Qualität, ja, ist okay. Es ist sehr stark überbelichtet, denn das hat eine Spotbeleuchtung, hat die Kamera. Ist okay, so auf den ersten Blick. Tagesaufnahme. Der Ton scheint ganz vernünftig zu sein. Von der Aufnahme, von der Videoqualität her muss ich sagen, ja, ist in Ordnung. Also die Schriftgröße ist so zusammengepresst. Das gefällt mir nicht. Ist ein bisschen schwierig zu lesen. Und es ist wieder dieses Halbtransparente im Hintergrund, was mir nicht gefällt. Gut, also hauptsächlich ist ein Marder zu sehen. Der hat hier ein bisschen Faxen gemacht. Aber es sind trotzdem schöne Aufnahmen. Die seht ihr ja jetzt.
Die hat mich ja in der Bildqualität schon, naja, ein bisschen überrascht. Ich dachte eigentlich, sie wäre sehr viel schlechter, aber die Bild, also die Videoqualität, die ist gar nicht mal so übel. Für eine Kamera in der Preisklasse mit eingebautem Akku und Solarzelle. Und die baue ich jetzt hier ab, weil die soll nämlich an einer anderen Stelle ihr Werk verrichten. Hier kommt jetzt eine andere Kamera hin. Link ist unten in der Beschreibung, wo die Kamera zu kriegen ist. Die Nexcam TC15. Auf der Rückseite der Kamera, kann man das lesen? Da steht nicht Nexcam drauf, da steht nur TC15 Hunting Trail Kamera drauf. Das machen manche Hersteller, weil sie die unter verschiedenen Namen verkaufen wollen, beziehungsweise in verschiedenen Preisklassen. Teilweise für 65 Euro anbiete unter einem Namen, teilweise für 80 Euro unter einem anderen Namen und für 100 Euro unter wieder einem ganz anderen Namen habe ich eine viel höhere Gewinnspanne, weil die Kameras mit dem geringen Preis, die kann ich in einer hohen Stückzahl verkaufen und habe einen hohen Gewinn. Und die Kameras mit der hohen Preisklasse, die kann ich zu einer geringeren Menge verkaufen und habe trotzdem einen hohen Gewinn. Nexcam ist ein Vertrieb. Ich habe mit Nexcam geschrieben und gefragt, wo ich diese Kamera nochmal kaufen könnte. Ich hätte Interesse an 100 Stück. Das Interesse ist tatsächlich da, aber ich werde keine 100 Kameras jetzt kaufen. So, und dann habe ich die Antwort von Nexcam bekommen, dass das Campark ist. Und bei Campark kann man diese Kamera auch kaufen, direkt auf der Campark-Seite. Des Weiteren kann man die Kamera auch noch kaufen für etwa 60 Dollar bei Amazon.com. Nach Deutschland bestellt, kommt eine Zollgebühr mit hinaus, wird eine Zollgebühr mit aufgeschlagen. Die Zollabwicklung macht Amazon selber, da braucht ihr euch um nichts kümmern. Und dann habt ihr eine Kamera für ungefähr 75 Euro, die richtig klasse ist. Die Qualität, die Bildqualität dieser Kamera ist in Ordnung, sie ist nicht Spitzenklasse, aber sie ist wirklich in Ordnung. Sie ist robust gebaut. Und der Akku mit dem Solarpanel ist ein kleines Solarpanel, aber die sind miteinander ziemlich gut abgestimmt. Also das passt, das funktioniert so. So wie sie ist. Ich packe den Link von Amazon.com in die Videobeschreibung mit rein. Das ist kein Affiliate-Link, es ist wirklich nur ein Link. Daran verdiene ich keinen Pfennig. Es ist wirklich eine tolle Kamera. Für den Preis. Meine Videos kommen immer freitags um 12, wenn es keine technischen Probleme gibt. Wenn ihr abonnieren drückt und die Glocke, dann verpasst ihr die neuesten auch nicht. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, ciao. Euer Vari. Keck. Ich bin hier wieder bei meinem, nicht mein. Stört beim, wenn man das, warum bin ich nicht auf das Halb drauf? So. Von der Ziel, der ist ein bisschen, 80 Euro unterm anderen Arm und Namen. Ich packe den Link unten in der Videobeschreibung rein. Was ist das Mikro? Was wollte ich sagen? Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Boah, ja.